Jo Leute, dann mal herzlich willkommen zurück zum Max Payne. Wollen wir unseren Rachefeldzug hier mal zu Ende bringen? Jackhammer, jawohl. So, und hier endet der Fahrstuhl, ja? Okay. Auch nicht? Doch. Was zum Geier? Ist das meine Kugel? Boah, wieder zugesetzt. Ja, aber wir schauen, ob wir das so hinkriegen. Das mit der Munition jetzt halt ein bisschen gucken, ne? Wobei, da gibt's schon wieder die Colt-Kommando. Okay. Na, Colt heißt das ja, ne? Colt-Kommando. Naja, wie auch immer. So, ein bisschen leiser machen hier. Also bei mir auf den Kopfhörern, ne? Moin. Hier ist wieder was los. Naja, gut. Ist halt nicht so easy, ne? Jetzt wissen wir ja, wo wir so ungefähr stehen. Lief jetzt auch erstmal nicht besser, aber na gut. Ich habe die Jackhammer zumindest nicht verschwendet. Er ist gut durch die Gegend geflogen. Wo ist denn die Wumme von dem anderen? Dort. Jo. Dann komm mal ran hier. Bastion! Ich speichere das jetzt einfach mal so. Da haben wir einen Knopf, den wir drücken können. Aber erstmal gibt es hier Painkiller. Schmerzmittel. Ist ja schon viel besser wieder. Mit dem Aufzug hatte ich Zugang zum Großrechner. Von dort aus wird ins Büro kommen. Junge, 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 Junge. Was willst du denn da noch groß machen hier? Mit dem Aufzug hatte ich Zugang zum Großrechner. Von dort aus würde ich die Sicherheitsschlösser überbrücken. Yes. So geht's wohl. Hier ist was los. Mann, Mann, Mann. Ja, was soll ich da groß kommentieren? Ihr seht's ja. Zu schnell leer. Die lädt vielleicht zu langsam. Mal gucken. Mal schauen, ob wir das heute zu Ende bringen. Ja, genau. Ja. Muss ich den abschießen wohl wahrscheinlich, ja. Ich dachte erst, dass das vielleicht vorbeigeht, dass das zu überwinden ist. Weil, ja.
Pling, 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 ne? Ist ja nichts passiert erst. Gucken wir mal. Ich mich ducke. Durchschießen kann ich eigentlich ja nicht, ne? So, ich muss hier rüber. Ja gut, komm, dann machen wir nochmal hier. Sieht ja auch witzig aus, wie die Wumme dann da liegt. Ich muss ja nicht meine ganze Munition dort verbraten, ne? Von Fahrstuhl zu Fahrstuhl. Unmenschlich und fehlerlos. Was soll es in deiner Schublade gesteckt zu werden? Ich bin kein kaltblütiger Kind. Boah. Hör mal. Da oben ist einer. Oh, ein bisschen gucken hier. Ja, schieß mal. Hast du gedacht, ja. Boah, ey, alter Schwede, ey. Hier ist was los. Junge, Junge, Junge. Aber irgendwie schießen wir uns hier schon durch. Ein paar Painkiller wären gut, ne? Aber gibt's hier anscheinend nichts. Und Sicherheitsschlösser waren jetzt alle offline. Es ging los. Der Aufzug für mich ist ganz nach oben. Achso, da kommt da einer. Es ging los. Der Aufzug für mich ist ganz nach oben. So, der ist erstmal erledigt hier. Der hat auch nochmal Painkiller, okay. Hier oben vielleicht auch noch was. Mal erstmal gucken. Da komme ich vielleicht hier rüber. Das war nicht so schlau. Aber gut, wir gucken mal. Munition ist alles so eine Sache hier, ne? Jetzt geht's erstmal hoch hinaus, ja. Von dieser Höhe betrachtet streckte sich die Nacht bis in alle Ewigkeit aus. Im Toben des Schneesturms lag eine Spur Verzweiflung, als wollte er zum Schluss noch einmal alles geben. Pausier hier mal kurz.
So, weiter geht's. Guten Tag. Guten Tag. Schauen wir mal hier. Ja, genau. Wenn dann gleich richtig Action hier, ne? Immer alle auf einmal. Und ich bin low on health. Oh, ob wir hier vielleicht fallen wir dann runter, wa? Oh. Mensch. Ja, super. So viel auf einmal hier. Ja, konnte ja nichts werden. So, ein bisschen Granatenarbeit machen vielleicht hier. Jau, jau, jau. Kommt mal alle schön ran hier. Wow. Oh, das lief doch. Noch irgendjemand? Der sich mit mir anlegen will. Horns PC war eingeschaltet. Story, okay. Neben dem Drucker befand sich ein hübscher Stapel teuren Papiers. Das Hacken in Horns Computer hätte Ungeahntes zutage gefördert. Kriminelle Machenschaften, Strategien zur Weltherrschaft, Berichte von Spionagehelikoptern, illegale Telefonmitschnitte, Internetporno, das ganze Programm. Das war mir völlig gleichgültig. Ich hatte bereits zu viel davon gesehen. Jo, dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Wo wir weiterkommen. Ich vermute mal, diese Tür da wird aufgehen oder die da. Noch mehr. Was haben wir denn? Heli am Hals hier wieder, ja. Bläh. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, ne? Muss ich vielleicht wieder runter? Nein, hier muss ich rein. Okay. Valkyr sollte eine Jungfrau mit weißen Flügeln sein, die dich in den Himmel der Krieger trug. Aber es war nicht mehr als eine Einbahnstraße in die Hölle. Der Teufel war in der Droge. Ich wusste das. Ich war ihm begegnet. Und jetzt wollte ich sie töten. Die Königin der Unterwelt, die sich mit ihrem Drogengeld einen Platz im Himmel erkaufen wollte. Kein Betteln, keine Bestechung. Sie wusste es besser. Ehre unter Killern, die wir dem Tod geweiht sind. Wir beide wussten, wie es enden würde. In Schmerz und Leid. All das, weil ihre Frau ihre Nase in Dinge gesteckt hat, die sie nichts angingen. Die Cops kamen, um mich einzulochen. Die Sirenen waren wie ein schlechtes Gewissen, das ich nicht abschütteln konnte. Ich frage mich, wie sie es so weit schaffen konnten. Wie auch immer. Wenn die hier sind, werden sie tot sein. Haltet ihn auf! Ach du Scheiße. Jawohl, ey. Verdammt. Low on health, immer noch.
kann doch nicht wahr sein. Da kommt her hier. Der Säcke. Ha. Die Aufzughalle. Wir brauchen Unterstützung. Max Payne, das ist vergeblich. Zeitverschwendung. Der Tod ihrer Frau und ihrer Tochter war notwendig, nicht zu vermeiden. Es ist vorbei. Sie können sie nicht zurückholen. Nichts, was sie tun, blieb es ungeschehen. Mhm, ist klar. Tja, muss ich den abschießen oder warten? Vermutlich abschießen, oder? Oder doch warten. Die Muni ist jetzt jedenfalls erstmal weg. Eieieiei. Max Payne, Sie kämpfen eine verlorene Schlacht. Sie können nicht überleben. Sie werden sterben. Die Aufzughalle! Wir brauchen Unterstützung! Max Payne, das ist vergeblich. Zeitverschwendung. Der Tod ihrer Frau und ihrer Tochter war notwendig. Hier ist was los. Nicht zu vermeiden. Es ist vorbei. Sie können sie nicht zurückholen. Nichts, was sie tun, wird es ungeschehen. Mal gucken, ob er so abdreht. Ja, hast du es gleich. Ne, ich muss anscheinend drauf schießen, sonst geht das nicht, ne? Max Payne, Sie kämpfen eine verlorene Schlacht. Sie können nicht überleben. Sie werden sterben. Unser Aufzug. Akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie werden hier sterben. Ja und? Rache ist immer süß. Da gibt's nix. Die Hütte auf, ja. Matrix Reloaded. Yeah. Hier irgendwas, dann kommen wir nicht hoch, ne? Was ist jetzt irgendwo der Heli unterwegs? Der Fahrstuhl geht nicht, ne? Okay. Also müssen wir wieder irgendeine Kletter-Action irgendwo draußen machen. Vermute ich mal. Mhm. Okay. Aber wahrscheinlich eher hier lang als dort lang, ne? Aber da ist doch auch irgendwas, ne?
Naja. Nein! Oh, da schießt der Heli auch nicht. Da wissen wir schon mal, was uns erwartet. Der Helikopter wartet auf jeden Fall auch noch auf uns hier draußen. Soll man das machen? Laufen. Wahrscheinlich, ne? Laufen, 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 laufen. Nein! Oh Gott, ey. Also manchmal, ne, dieses Spiel. Lauf, 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 lauf. Ja, das klappt nicht. Du musst den wahrscheinlich da runterholen, ne? Können wir da irgendwo außen lang? Nicht so wirklich, ne? Alles zu. Das war nur das Zwischentor hier. Na, schauen wir mal, wie wir das lösen. Wir kommen dem Ende auf jeden Fall näher. So viel steht fest. Lauf, 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 lauf. Bisschen dieser Igel hier. So, und jetzt können wir durch, oder? Das sieht gut aus. Einen wunderschönen guten Tag. Max Payne, akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie stehen einer unschlagbaren Macht gegenüber. Sie haben nichts verloren. Nur der Tod ist in Ihren Fall. Sehen Sie es an. Kann doch nicht wahr sein, oder? Max Payne, akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie stehen einer unschlagbaren Macht gegenüber. Sie haben nichts verloren. Nur der Tod wird Sie von Ihrem Fall befreien. Sehen Sie es. Gehen Sie ab. Ich habe keine Granaten mehr, ne? Erwische ich da aber. Da geht doch was. Ja, genau, ey. Der futtert einfach mal eine Kugel, ne? Gibt's doch gar nicht. Ja komm, lad nach. Gibt's nicht. Ha. So, jetzt ist Sense hier. Noch ein Fahrstuhl irgendwo. Hier ist was los. Ja, komm. Grüße euch. Na, so aber nicht. Eieieiei. Steh
steh auf. Soll man das wieder machen hier? Ich krieg da noch die Krise. Ja, dann komm. Sacknase. Er kriegt mich nicht. Oh Gott, ey, kommt der da um die Ecke geschossen oder was? Jetzt reicht's mir aber bald. Das sage ich euch. Spinnt ja hier wohl. Einfach mal ein kleines Päuschen machen. So, dann wollen wir mal schauen hier. Irgendwie muss ich die ja mal schaffen, ja? Okay, einfach reinlaufen wird schon mal nichts. Gehen so langsam die guten Waffen aus, ne? War jetzt aber halt auch nicht gerade sparsam. Der Fahrstuhl hier unten, da kann ich nicht fahren, oder? Nee. Okay. Aber hier noch wohin? Kann ich nicht mal drücken. Okay. Ist ja ein Versuch wert, ne? Mal schauen, dass wir uns hier nicht erwischen lassen. Ja genau, kommt mal schön raus da. So geht's auch. Einer ist schon mal hin. Das ist doch das Speichernswert. Ja. So ein Sack. Feige um die Ecke versteckt, ey. Ja genau. Hier lang, da lang. Ich weiß es nicht. Ich guck mich hier erstmal um. Immer besser. Ja, bleibt ja nur noch diese Tür. Boah, hier geht noch richtig der Punk ab, das sage ich euch. Das ist hier jetzt das große Finish, das große Ende. Das darf dann auch ruhig mal so quasi Überlänge sein. Headshot. Geht das hier auch, ja? Okay. Tja, denn? Was meinen Sie, er ist nicht aufzuhalten? Sie sind ihm in allen Belangen überlegen. Sie sind besser trainiert, besser ausgerüstet. Sie sind zahlenmäßig überlegen, mindestens 20 zu 1. Tun Sie Ihre Arbeit. Tja, ich bin... der Max Payne. Leute. Dieser Meute. Muss man nachladen. Ist ja wie bei Kill Bill, nur mit Waffen anstatt Schwertern. Also anderen Waffen, ne? Als Schwertern. So. Ich
Wie kann man das da aufmachen? Gute Frage, nächste Frage. Das hat doch irgendeine Bedeutung. Na, wir schauen mal, das kann hier noch richtig schöne Action werden. Okay. Ups. Bestätige. Setzen zur Landung an. Wird schwierig werden. Jetzt geht's ab hier. Ich erinnere mich. Den Helikopter loswerden. Okay. Ja, ja, alle auf mal. Nichts an Bord. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Was ist das mir gar nicht? Du Scheiße. Also das hier jetzt nochmal überstehen, okay. Ja, das ist eine richtig fette Action hier. Ich weiß nicht, muss ich das aufmachen? Ich mach's einfach mal. Ja. Das Ende ist mir nicht ganz unbekannt. Klappt das hier natürlich wieder nicht mehr, ne? Ging so schön eben. Super. In einem Let's Play geht immer alles schief, ne? So, kurz gespeichert. Geht das weiter hier? Setzen zur Landung an. Wird schwierig werden. Na komm, das kriegen wir schon hin hier. Sie ist an Bord. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Maske fällt mir gar nicht. Boah. Ich komm mit einem Granatwerfer oder sowas, ne? Hab ich nicht. Naja, wir gucken mal. So, komm schon her. Das müssen wir noch mal hinkriegen, oder? Wie jetzt, ja. Die Typen gehen mir da auf den Senkel. Ich will meine Aufgabe erledigen und das durchspielen. Völlig cheatfrei, das wär's doch mal. Bestätige. Setzen zur Landung an. Schwierig werden. Macht man. So, jetzt hier erstmal speichern. Achso, die kommen erst, wenn ich diesen Strang da zerschossen habe, ja. Na gut. Weil die das ahnen wahrscheinlich, ne? Na gut. Sie ist an Bord. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Das gefällt mir gar nicht. Das ist so speichernswert. Ja, aber dagegen muss ich noch was tun. Start in einer Minute.
Tja, wo muss ich weiterschießen, ne? Das ist die Frage. Ich komme hier nicht lang. Ich muss diese Stränge dort zerschießen, ne? Muss ich hier klettern oder wie läuft das jetzt? Ne, ich kann das von hier schießen. Sekunden bis zum Start. Okay, startbereit. 5, 4, 3, 2, 9, noch nicht. Na, mal gucken, ob das geklappt hat, wie es soll. Ich denke aber ja. Nee. Oder? Ja, wir gucken mal. Max schießt noch. Au. Nee, so war das nicht gedacht. Das war es eigentlich nicht. Start in einer Minute. In 45 Sekunden. So, den haben wir weg. Komm ich. Ah, ich kann ja hochlaufen, ne? Aber der da ist ja schon weg. 30 Sekunden bis zum Start. Der da ist auch schon weg. 15 Sekunden bis zum Start. Hm. Okay, startbereit. In 5, 4, 3, 2, 1. Tja, wie sollen wir es machen? Das wird jetzt wieder nichts, ne? Sind ja oben noch mit Sicherheit anstoßen irgendwie, ne? Ja, das macht Sinn. Ich denke, das Ziel ist klar, der Turm soll umkippen, und zwar rechtzeitig. Ja, jetzt mietet er mich nochmal um. Ja. Ja. Start in einer Minute. In 45 Sekunden. Ja, das Problem ist, ich habe keine Granate, ne? Kein Granatwerfer. Ich glaube, das fehlt mir jetzt, ne? Kann das sein? Deswegen kann ich das jetzt nicht. Ah. 30 Sekunden bis zum Start. Komm, das schaffen wir. Ha. Oh yeah. Rache ist süß. Jo, und somit haben wir dann Max Payne durch.
ein klasse Spiel, schön gealtert. Oh, da laufen wir mal einige hinterher jetzt. Sie waren alle tot. Der letzte Pistolenschuss verhallt. Wie ein Ausrufezeichen für alles, was zu diesem Punkt geführt hatte. Ich nahm den Finger vom Abzug. Dann war alles vorbei. Und dann war alles vorbei. Der Sturm schien an Wut zu verlieren. Die zerfetzten Wolken machten den darüberliegenden Sternen Platz. Max Payne, hier spricht Deputy Chief Jim Rahuga vom NYPD. Wir haben das Gebäude umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen und legen Sie sich mit den Händen hinter den Kopf auf den Boden. Ein kleines Stück näher an Himmel. Die Stimmen der Cops waren entfernt und gedämpft. Stehen bleiben! NYPD! Bleib da stehen! Meine Geister hörten auf, mich heimzusuchen. Tief unten glitzerte New York City wie ein Diamant auf schwarzem Samt. Sie haben uns ganz schön auf Trab gehalten. Bring sie weg! Abführ! Sie haben den Mann gehört. Wooden war dort in der Menge. Er stand an der Absperrung. Es würde erst vorbei sein, wenn der Mann mit der Augenklappe es sagte. Er würde das Richtige sagen. Das wusste ich. Er täte gut daran. Wooden grinste selbstgefällig. Es war das Grinsen eines Siegers. Damit waren wir schon zwei. Knallhart-Modus wurde für weitere Herausforderungen freigeschaltet. Okay. Ja, das könnte man sich dann ja vielleicht nochmal angucken. Demnächst. Und dann gibt's die Credits. Jo. Die lasse ich einfach mal noch laufen und ja, das war's dann von meiner Seite aus. Erstmal mit Max Payne 1. Ich schaue demnächst mal nach dem zweiten Teil, dass ich den fertig habe zum Laufen und dann spielen wir das weiter, ne? Bis dahin, Leute. Macht's gut, haut rein.